Herzlich willkommen auf dem Kanal von Turbo Operazzi. Heute gucken wir uns Distant Worlds Universe an. Distant Worlds Universe ist schon ein paar Jahre älter. Aber diese Version hat alle Vorgängerversionen in sich vereint. Also ist der Rundumschlag, wo man alles hat, was man vorher einzeln kaufen musste. Das Spiel ist eigentlich nur auf Englisch erhältlich, aber ich habe nach einiger Suche dann doch ein Mod gefunden, wo fast 100% übersetzt sind auf Deutsch. Wie ihr auch sehen könnt, aber zeigt mir das jetzt nicht an hier, ich muss mal eben gucken. Aha. Jetzt seht ihr das auch. Entschuldigung. Gut, dass ich diesen zweiten Bildschirm habe. Ne, ihr seht sogar die Galaxopädie ist auf Deutsch und das ist eine riesengroße Hilfe. Ne, kann ich also nur wirklich Danke sagen an die, die sich die Mühe gemacht haben. Ich glaube, es waren mehrere. Und ich habe auch gelesen, was da für Kommentare zu existieren. Es ist von manchen einfach eine Frechheit, wie die sich beschweren und was sie verlangen und so. Die müssen sich mal vergegenwärtigen, dass das Menschen sind, die das aus freiem Willen machen und es allen zugutekommt. Und die dann so noch anzumotzen, also finde ich unter aller Sau. Nö, da ist ja schon fast Fremdschämen, aber das tue ich nicht mehr. Ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank dafür. In diesem Zusammenhang habe ich gesehen, dass es schon ein Sneak Peek, also eine Vorausschau oder sowas, für Distant Worlds 2 gibt. Das haben die also wohl inzwischen im Rohr. Da geht es um den Schiffbau. Da kann man sich so ein riesiges Schiff zusammenbasteln, was weiß ich. Ich habe es noch nicht angeguckt. Ich warte meistens ohnehin, wenn ein Spiel rauskommt, A, bis es billiger ist. Und B, bis die ganzen Bugs raus sind, weil oftmals ist das Bananensoftware, das heißt, die reift beim Anwender und da habe ich einfach keinen Bock drauf, schon gar nicht zum Vollpreis. Das sind ja irre Preise manchmal, also das mache ich nicht mit. Ne, ich kaufe ganz selten ein Spiel über 20 Euro, ganz selten. Ne, es sei denn, es ist ein Must-Have für mich. Ich habe zum Beispiel das Spiel Old World bei Epic gekauft. Da gab es gerade die Aktion, wo man immer einen 10-Euro-Gutschein bekommen hat. Und so habe ich da 22,90 glaube ich bezahlt. Und da das ganz stark an Civilization 6 erinnert, habe ich dann gesagt, okay, da muss ich mir unbedingt angucken. Das ist immer noch in der Entwicklung. Wie gesagt, gibt es bei Epic, wer sowas gerne spielt, sollte sich das vielleicht mal anschauen. So, wir fangen jetzt hier erstmal an. Sie sind ganz neu, spielen Sie zuerst die beiden Tutorials aus dem Startmenü, Basic Tutorial, fortgeschrittenes Tutorial. Dann starten Sie ein Spiel, spielen Sie als normales Imperium im klassischen Zeitalter. Akzeptieren Sie alle Standardeinstellungen und tauchen Sie ein. Verwenden Sie die Hilfe im Spiel, das ist die Galaxopädie. Sie ist kontextsensitiv, mit F1 bekommt man immer Hilfe zum gewählten Objekt. Schon sehr schön, ne? Vor allen Dingen, wenn es auf Deutsch ist. So, das machen wir auch jetzt. Gehen wir hier erstmal raus. Ich habe die Musik jetzt ganz abgestellt, weil wenn ich die Videos dann, ich streame sie ja mal erstmal auf Twitch und wenn ich sie dann auf YouTube hochlade, dann gibt es da vermehrt jetzt irgendwelche Urheberrechtsgeschichten und so weiter. Da haben sie dann 30 Sekunden Musik entdeckt, obwohl ich die schon auf 10 oder 5% runtergedrosselt habe. Aber dann haben sie da wahrscheinlich gekonnt irgendwelche leisen Stellen eingebaut, wo man die Musik hören muss und dann haben sie zugeschlagen. Ne? Aber YouTube arbeitet an so einem Tool, mit dem man diese Musikspur löschen kann. Ja, das finde ich ganz prima bei YouTube dann. Wenn das klappt, dann hat man diesen Ärger nicht mehr. Ich umgehe ihn jetzt aber, indem ich von vornherein sage, nein, keine Musik. So, dann gehen wir mal los hier. Mal gucken, wie weit wir kommen. Steuerung, ja, wir fangen jetzt wirklich klein an. Ah, eine Galaxis will erstellt.
So. Du. Oder du halt aber, ne? Ich habe nicht den langsamsten PC. Okay, ist auch schon wieder 2 Jahre alt, aber. So, Spiel pausiert. Leertaste oder Pause-Taste geht's weiter. So, Welcome to the Distant Worlds Tutorial. Ja, diese immer noch englischen Dinge, die sind anscheinend fest verdrahtet. Da kann man so nicht ran. Da müsste man irgendwo im Source Code wahrscheinlich rumfrickeln. Und da kann ich verstehen, dass die das nicht gemacht haben. Ne? So. Also, um weiterzukommen, soll man immer den Continue, aber das haben wir übersetzen können. Also den Fortfahren-Knopf drücken. Ne? Und man kann das Tutorial-Window auch verschieben. Das finde ich eine ganz praktische Einrichtung. Gibt es nicht bei allen Spielen. So, jetzt wollen wir mal loslegen. Distant Worlds ist ein komplexes Game. Also eine Galaxis und bewirtschaften, ne, galaktisches Empire. So, in the game, you focus on 4 key areas. Explore, colonize, extract valuable resources and defend your empire. Also da ist ja für jeden was dabei, ne? The galaxy is a big place. Ach, das könnt ihr ja gar nicht sehen da, ne? Das ist ja wieder ein Ding. Ich will mal gucken, ob ich umschalten kann. Nee, das nicht. Das. Ah. Ist ja wieder mal interessant. Ihr seht nicht alles, was ich sehe. Ihr seht auch diese Sachen da unten nicht. Na, vielleicht kommt das, wenn das Spiel nicht mehr passiert. Ich lese euch das jetzt auch vor. Das ist ja wieder echt witzig. Ich habe also hier Vollbildaufnahme. Vielleicht werde ich ja was mit Fensteraufnahme mal gucken, wenn ich das hier jetzt ausmache. Ne, da seid ihr bedient, ne? So. Gut, dann machen wir Fenster wieder weg. Okay, gut, dann lese ich euch das weiter vor. Let's take a look on how you can move around the galaxy. The main view shows a portion of the galaxy, in this case a small portion of one star system. Near one of your colony planets. Also zeigt er jetzt ein System in der Nähe unserer Kolonie. Move the mouse pointer to the edge of the screen to scroll the main view up, down, left or right. You can also use the arrow keys on your keyboard. So, das geht aber rechts nicht. Warte mal, da muss ich hier doch den nehmen. Ah, das also mit den Pfeiltasten funktioniert das. Gut. Man kann auch linke Maustaste drücken und wie man sieht, ach nee, rechte. Ja, lesen können muss man natürlich. Turbo-Parazzi. So, also mit der rechten Maustaste kann man auch rumschieben. Das ist natürlich gut. So, moving around. Zooming. You can also zoom the main view in or out to see more or less of the galaxy. Use the mouse scroll wheel to zoom the main view in or out. You can also use the page up and page down keys to do the same thing. Hey, da geht ja, kann man, geht er auch, oh ja, wenn man da drauf zeigt, geht er dahin. Das ist natürlich sehr schön. Das gibt es auch nicht bei allen Spielen, das haben die immer noch nicht drauf. Ne? Sehr gut. So, und jetzt wollen wir hier mal wieder. Und jetzt wollen wir hier. Also das ist schon mal sehr schön gelöst. Gut. Ne? Page up und Page down. Gut. Fortfahren. Zoom in und Zoom out. Gut. Die erlauben das auch. Das sind diese hier. Die machen das Gleiche. Page up und Page down, nur eben mit der Maus bedienbar. Wenn man ausgezoomt hat, dann kann man die Kolonien identifizieren und die
Schiffe bei den Empire-Farben auch identifizieren und damit weiß man, zu welchem Empire die gehören. So. You can zoom into any location by holding down the control key while clicking. Warte mal, dann mache ich mal Steuerung und dann. Wow, das ging aber richtig plott. So, dann gehen wir mal jetzt Steuerung und wow, das ist auch nicht schlecht. Also das muss man sich mal merken, ne? Dann ist man ganz schnell, da muss man nicht die Maustaste drücken und so weiter. Aber ihr seht auch dich hier. Das kann man alles nicht wahr sein. Ich muss hier noch mal rein. Ich muss irgendwie das. Das finde ich überhaupt nicht gut. Dann wollen wir mal ein bestimmtes Fenster erfassen. Und zwar dies hier. Da, okay. Ja, das Blöde ist nur, wenn man das übers Fenster macht, dann hat man schlechtere FPS-Werte. Ne? Dann ist die Qualität des Videos nicht so gut. Ne? Und von daher mache ich das ungerne. Und beliebige Vollbildanwendung erfassen. Warum ist das keine Vollbildanwendung? Ist das eine Fensteranwendung? Das finde ich jetzt aber echt ein Ding. Finde ich echt ein Ding. Fenster. So, gut. Ach, jetzt seht ihr auch alles. Na, das ist ja das, was ich haben wollte. Okay. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Aber jetzt seht ihr auch das, was ich sehe. Und da bin ich beruhigt. So. When zoomed out to a system level, you can identify the colonies. Ach so, das haben wir jetzt gerade gemacht mit Steuerung und Fortfahren. Sector View. Wow, das ist ja heavy hier. As you zoom out further, the main view changes to show systems. At this level, ships and bases are shown as icons. Also nur noch Icon hier für Basen und Schiffe. Und die Icon-Farben sagen wieder, zu welchem Empire die Schiffe oder Basen gehören. Systeme, die man erforscht hat, die haben ihren Namen direkt daneben. So wie hier wohl, ne? So. Und wenn man die nicht erforscht hat, dann wird da gar nichts stehen. Ne? Also da kann man immer sehen, da war ich schon, die habe ich erforscht. Okay. Und wenn die kolonisiert sind, dann haben die einen Kreis mit den Empire-Farben. Das ist hier, was ist das? Regenbogen? Naja, gut, gelb oder orange, irgend so was wird das sein. The size of the circle indicates the system's relative importance. Larger systems are more value. Aha. Circled. Also je dicker das ist, umso wertvoller sind die wohl. So habe ich das verstanden. Machen wir mal weiter. So. So, Systeme, die zu einem Empire gehören, haben einen eingefärbten Hintergrund. Also so wie hier. Ne? Ein System gehört auch zu einem Empire, auch wenn es nicht kolonisiert ist. Ne? Kolonien projizieren den Einfluss des Empires zu näheren Starsystemen, also Sternsystemen, und machen sie damit zum Teil ihres eigenen Empires Bereichs, soll man das mal so sagen.
So, dann gibt es die unabhängigen Independent Colonies, das sind Aliens, die zu keinem Empire gehören. Die haben einen soliden Grau. Das wird wohl das sein, oder ist es das hier? Was wird das sein hier, denke ich mal. Circle versus Solid Gray Line. Line. Graue Linie. Gut, das wird was im Spiel dann klar. They can be good targets for your empire to colonize. Also es können gute Ziele sein, sie kurz zu kolonisieren. The aliens provide a critical boost to the population of your new colony, allowing it to quickly start earning income for your empire. Also wenn da welche drauf wohnen, dann gibt es noch einen Boost. Any systems with potential colonies are indicated by a dashed gray circle. Oh, ich bin das wieder so schlecht im Englisch. Das werden so hier sein hier, ne? Dashboard. Gut. Build a new colony ship and send it to these uninhabited planets to establish a new colony for your empire. The zoom buttons allow you to instantly zoom to several preset levels. 100% System View, Sector View, Galaxy View. Aha. Also 4 Stufen. So. Dann gibt es die kontextsensitive Hilfe über die Galactopedia, erzählen Sie hier auch. Gut, das müsste man auch noch lesen können. Also wenn das zu schnell geht, drückt ihr einfach die Pause-Taste. Ja, hatten wir ja zu Anfang auch schon. So. Main Screen Elements. Let's take a quick tour of some of the other elements on the Main Screen. Ja, dann machen wir mal. So, jetzt hat er hier. Das hier, das blinkt, kann man sehen, ne? Ja. Also links unten gibt es Detailinformationen über das selektierte Item. Egal, ob es Kolonieschiff, System oder irgendwas anderes ist. Um einen zu selektieren, einfach draufklicken mit der Maus. Machen wir mal hier. Upp. Der geht jetzt nicht, weil. Ach doch, geht doch. Gut, habe ich wohl falsch geklickt. Also, so ist es denn. Ne, ihr seht, die deutsche Übersetzung, die passt da nicht immer ganz rein, aber man kann sich noch ungefähr zusammenreimen, was das denn heißt. Ne, aber sogar die Tooltips sind hier übersetzt. Also, bin ich schon froh drüber. Ne? Ich finde das sehr hilfreich. So. Fortfahren. So, links hier. Ja, nicht abholen. Das ist immer so, ich bin immer so schnell mit der Maus, ne? So, da geht es um die Navigationstools. This is a set of scrollable lists that provide quick access to everything in your empire. Oh ja. This includes items like your colony, spaceports, construction ships, exploration ships, enemy targets, fleets, new potential colonies, potential mining location and much more. Click an icon to open one of the lists. Click the icon again to close. Or use the close button at the right of the list title bar. Jetzt gucken wir mal an hier, was haben wir denn hier? Kolonien, Charaktere, Raumhafen, Bergbaubasen. Konstruktionsschiffe, Erkundungsschiffe, feindliche Ziele, Flotten, oh, Kriegsschiffe, potenzielle Kolonien. Keine. Nochmal drauf, ist er wieder weg. Gut. Piratenmission. Die kann man auch übernehmen. Okay, also wenn einer gerne Pirat spielen möchte, kann er das machen hier. Rohstoffquellen. Wow.
Forschungsstandorte. Ein. Urlaubsorte. Nix. Besondere Orte auch nicht. Gut. Also das ist natürlich schon eine tolle Sache so. Ne? Jetzt kommt man hier oben noch oder da drüber. Mal gucken, was jetzt kommt. So. Navigation Tool continued. Click an item in a list to select in the selection panel below. Ach so, hier sollen wir jetzt eine. Ah, wenn ich da drauf zeige, dann blinkt er schon. Ey, das ist ja geil. Gut. Jetzt klicke ich mal drauf. You can use the action buttons under the selection panel to access many common tasks for the selected item, allowing you to easily manage most of your empire directly from the main screen. Also, da kann man einiges anstellen. Und wenn man auf irgendwo drauf doppelklickt in der Liste, dann geht das Fenster dahin und zeigt es direkt an. When you are zoomed out to the sector or galaxy level, then hovering over an item in a list will ping the location of the item, the galaxy, with an expanded yellow circle. Das haben wir ja gesehen, das ist dies hier. Ne? Das ist schon eine schöne Sache. Tutorial Map. At the bottom right is a map hier. This shows the surrounding area. The area displayed in the main view is indicated by the blue rectangle in the middle of the map. Also das, was Sie hier eingerahmt sehen, ist das, was wir hier auf dem Bildschirm haben. Verschieben wir das, verschiebt sich das auch. Ne? Click anywhere on the map to move the main window to that location. The map automatically zooms in or out when you tune the main window. So, dann gehen wir mal dahin. So, da sind wir jetzt. Und da sind wir jetzt. Und dann gehen wir da wieder hin. Ja, das ist doch prima. Ist das Gängige eigentlich für die Minimap. Ne? Aber dieses Spiel, das hat vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 10, 20 Jahren mal angefangen. Und da sind immer wieder welche dazugekommen. Ich glaube, dieses jetzt hier, das Universe, ist 2013 erschienen. Hat noch einige Updates gehabt. Und jetzt basteln sie, wie gesagt, an der Version 2. Also da gucke ich mir natürlich an, was das für eins ist. Weil dies hier ist grandios schon so von dem, was es bietet. Ne? So, fortfahren. Scrolling Message List. At the top of the screen is a list that displays recent events that have occurred in your empire. Click on an event in this list to move the location of the event. Machen wir erstmal hier wieder aus. Ne? Ja, das haben wir ja gesehen. Das war jetzt aber nicht top of the screen. Das ist eigentlich hier, ne? Nachrichtenübersicht anzeigen. Ja. Wieder auszeigen, an- und auszeigen. Auch ist auch nichts. Gut. Ne? Wenn man also hier was sieht, Überfall stattgefunden oder neuen Planeten entdeckt, klickt man drauf und dann ist man da, ne, und kann sich das gleich angucken. Feine Sache. So, oben links ist der Pause-Button. Das ist immer der, den ich ja am meisten liebe. Ne? This allows you to pause or resume the game at any time. Click on the pause. The pause the game, click again to resume game. Ja, das ist klar. Wichtig ist nur, dass es eine aktive Pause ist. Das heißt, dass ich während der Pause noch Kommandos geben kann. Ne? Sonst macht das nicht viel Sinn, so eine Pause zu haben. Gut, wenn man mal trollern gehen muss oder so, aber ansonsten, naja, so weiter. At the top left is the Game Menu Button. This access the Game Menu, where you can load and save games. Alter Game Options or Exit the Game. Ach so, da gibt es noch mal, da kann man die Options noch befummeln und was weiß ich. Ne? Das seht ihr auch, das blinkt. Jawohl, jetzt seht ihr alles. Ach, bin ich froh.
So, Tutorial Gaming Options. Oh, gibt es sogar auch. Es ist ja nicht schlecht. Gibt es nicht überall. Ne? Ich muss aber sich erstmal einen Tee drauf trinken können. Lecker. Darjeeling mit etwas Honig. Ja. The Game Options Screen. 0 Key, also mit der 0. Allows you to customize game settings. Das müsste er ja eigentlich auch anzeigen, wenn ich hier drauf gehe. Ne, mit Escape. Da speichern, Option beenden, Escape. Okay. So. Im Einzelnen. You can automate certain empires tasks like colonization, shipbuilding, etc. Ah, man kann automatisieren. Ja, voll geil. So. Also, wenn man das erste Mal Distant World startet, dann sind viele Aufgaben schon automatisiert für einen. Das kann aber auch ausgeschaltet werden, wenn man selber mehr Kontrolle haben möchte über diese Sachen. Ne? Das finde ich auch schon. Ja, da. Boah. Also, wer Bock hat auf Mikromanagement, so sagt man ja auf Neudeutsch jetzt dazu, der kann hier alles rausnehmen und der hat dann richtig was zu tun. Ne? Wer das große Ganze sehen will, der kann das alles automatisieren. Prima. So, Tutorial completed. Thank you for taking this. Now go and explore the galaxy and build your empire. When you're ready, you can also try the other tutorials from the main menu. Gut. Dann gehen wir mal zu the other tutorials. Das war jetzt nur Steuerung. Leute, das kann ja dauern, bis wir hiermit durch sind. Imperium und Kolonien. So. Ja, das hätten sie schlauer machen können. Ne? Da hätten sie eigentlich so eine Galaxis gleich im Hintergrund im Speicher lassen können. Aber ja, da haben wir mal wieder ein anderes Bild hier. Ugna. So. Da steht wieder, dass man hier draufklicken soll, um das weiterzuführen. So, man kann Summary of your Empire from the Empire Summary Screen F6. Ne, mit F6 kann man also Zusammenfassung sehen. Click the Empire Summary Screen F6. Yeah, oh, auch alles übersetzt. Jungs, da habt ihr euch Arbeit gemacht. Mann, klasse. Finde ich richtig toll. Macht noch viel mehr Spaß als so ein Spiel, ne? So, you can view a summary of your empire from the empire summary, bla bla bla. Das haben wir jetzt gemacht. Fortfahren. Your empire is divided in two sections. State the portion you control. Hier kann man auch noch Fragen beantwortet kriegen und so. Private your private citizen will go about their own business with your help. Note that you only control the state portion of your empire. You have no direct control of your private citizens. Also man hat nur über den Staatenbereich Kontrolle, über den privaten Bereich hat man keine Kontrolle. Kann ja auch interessant sein. So. Empire Policy Automation. Hier kann man auch nochmal Automation wählen. Schön. Ja, Boni. Wow. Toll. So. Fortfahren. Also die privaten Einwohner, die zivilen Einwohner, nennen wir sie mal so, ne? Machen ihr eigenes Ding, um die Kolonie voranzubringen. So, das heißt aber auch, dass man keine Güter transportieren muss, irgendwelche Cargo-Sachen oder Minenausbeute. Das macht alles der zivile Sektor. Aber der staatliche Sektor hat Exploring the Galaxy
neue Planeten kolonisieren, neue Schiffe konstruieren und verteidigen des Imperiums. Each empire follows a particular style of government. Each government type has specific advantages and disadvantages. Laut. So, you can charge your government style by having a revolution, but there are negative side effects from revolution, including a temporary setback of development at your colonies. Also man kann die Regierungsform wechseln, da gibt es aber eine Revolution und dann hat man negative Einwirkungen auf das ganze System und die Entwicklung wird zurückgesetzt. So. Geld ist kritisch. So. Also einmal haben wir die Steuern der Kolonien, dann Raumhilfen, dann kaufen die Schiffe von uns, die privaten, die zivilen, und dann haben wir Bonus vom Handel mit, also mit anderen Imperien. Gut. So, jetzt gucken wir uns die kolonisierten Planeten an. Das ist Herz Empires. When you lose all of your colonies, you lose the game. So, colonies produce wealth. Your empire's main revenue comes from taxing colonies. By default, colony tax levels are controlled automatically, but you can alter each colony tax rate by directly if you prefer. Okay. Also man kann die Steuern auch anpassen, wenn man das will, ansonsten läuft das automatisch. So, dann gibt es Wachstum in zwei Richtungen. Einmal Bevölkerung und einmal Entwicklung. Ne, das geht so lange, bis das Maximum-Level erreicht ist, was der Planet haben kann. So, je mehr Luxus vorhanden ist, umso schneller wird auch die Entwicklung voranschreiten. Ne? Und das bedeutet auch mehr Wohlbefinden und mehr Steuereinnahmen. The population size and, ich kann das so schlecht lesen, das ist so klein. Development level of colonies is indicated by the graph displayed in the colonies name badge. Colonies name badge. Raumhafen. Ach so, hier. Raumhafen. Wüste, Ugna. Wüste. Teekanne, 56%, was auch immer das bedeutet. Bringt auch nichts hier, ne? Ne. Gut. Vertikale und horizontale Darstellung kann ich jetzt auch nicht erkennen hier. Muss man im Spiel dann sehen. So, Empire and Capital. The Empire owning a colony is indicated by the color of the surrounding circle and name badge. If the colony is the Empire Capital, also wenn es die Hauptstadt ist des Empires, dann gibt es einen goldenen Stern links davon, vom Namen. Also hier, das hier ist jetzt die Hauptstadt des Imperiums. Dominante Rasse. So, at the bottom. At the bottom. Nicht ganz so. Oder kann man das hier sehen? Steuern, hier kann man jedenfalls alles schon mal sehen. Truppen im Bau, gedockt, nix. Ne? Okay. Machen wir mal weiter.
Ich sag mal, wenn ich das Tutorial durch habe, habe ich das erste schon wieder vergessen. Da muss ich sowieso im Spiel sein, um mir das alles richtig merken zu können. So, die natürlichen Ressourcen sind at the bottom of the name badge sichtbar. Die Ressourcen der Kolonie werden automatisch abgebaut. Ne? Entweder für Gebäude oder verkauft. So. Im Kolonie-Bildschirm. Aha, hier, da geht's jetzt los. Kolonien öffnen. Ne? You can open the screen using the button indicated or by pressing F2. Whoop. Ne, das sind jetzt die Kolonien, die wir haben. Und nochmal drauf ist er wieder weg. Okay, fortfahren. Man kann da quick, also schnell durchlaufen. Cycle Colony, you do the same thing by pressing the C-Key. Also dann gehen wir nochmal drauf. Und jetzt Cycle. Hier wohl, ne? Ugna. Ne, das ist umbenennen. Oder meinten die das hier? Gut. Ich denke mal, mit so einem normalen Bildschirm, da kommt jeder klar. Ne? Thank you for taking this tutorial now up. Explore, bla bla bla. From the main menu. Gut. Nächste. Tutorials. Raumschiffe und Basen. Jetzt wird es aber heftig hier. So, willkommen, bla bla bla. So, jetzt gibt es über Schiffe und Basen und wie man Missionen erteilt. Jetzt gucken wir die Schiffe und Basen an, Sternbasen oder was? Ships travels throughout the galaxy performing a wide range of tasks. Transporting cargo to defending your empire. Bases are fixed platforms in space, usually located at a planet. To see a complete list of all the ships and bases in your empire, click the Ships and Bases button F11. Ja, da ist er. Raumschiffe und Basen. Oh, yes. Eine ganze Menge, ne? Oho, Militäreskorte, Basic und so weiter. Oh, hier geht es noch weiter. Da kann man durchscrollen. Schön. Ne? Fortfahren. Dann kann man die auch selber designen, so wie man sie haben will. Hier. Schiffsentwürfe. Wupp. Da gibt es ein extra Tutorial für. Okay. Dann kann man Missionen beauftragen, aber nicht an private, also an zivile Schiffe. Über diese hat man keine Kontrolle. So, assigning a mission. To assign a mission to a ship, first select it in the main view by left click on it with the mouse. Then right click the mouse over the mission target, to make a ship move to another location. Right click the mouse at that location. Note that you may need to unpause the game to see the ship move. So, that is here jetzt der Chip. Und will ich das irgendwo hinschicken oder kann ich mir das aussuchen? Ich mache mal die Pause raus. Aha. Ja, ist er hingeflogen, wo ich hingeklickt habe, ne?
Gut, und nochmal hier hin. Wieder dahin mit der rechten Maustaste. Gut, das ist ja das Normale, obwohl ich das auch schon anders erlebt habe, links und links und so. Dass die sich da immer was anderes ausdenken müssen, manche verstehe ich nicht. Ich mache wieder die Pause rein. Ne, das heißt, du hast da Weltraummusik. So, fortfahren. So, wenn man hier drauf klickt, ist Karte, Ship Operator, a number of missions. These missions to the particular type of ship or base. They may include exploration, colonization, building, refueling or many others. So. Steuerung und Rechtsklick für weitere Missionen. Rechtsklick für hierher bewegen. Aha. Bewegen zu Ziele im System angreifen. Eskorte staatlich. Tekka-Syndikat. Bla bla bla. Okay. Da wird man schlau draus. Muss man nicht viel übersetzen. Ships can also be completely automated. This means that they assign missions for themselves. The automatic ship first select it and then press the R key to turn off or automation just assign a mission to the ship. When a ship is automated, a circular blue arrow appears in the bottom right corner of the section panel. Note that all ships start the game automated. Aha, die fahren also, wenn ich jetzt so ein Erkundungsschiff habe, dann fliegt das automatisch los. Das kommt mir sehr entgegen, da habe ich nämlich keinen Bock drauf, immer danach zu suchen. Ne? Ist das hier oder? Ah, gut, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gehen wir mal von aus, dass das hier automatisch ist. Ja. Gut. Fortfahren. So. Die Raumbasen können ebenso Aufträge haben. Das heißt also neue Schiffe. Upgraden oder verschrotten. Jetzt gucken wir uns die verschiedenen Typen an. So, Exploration Ship. Chart unknown areas of the galaxy. As they explore the revealed colonizable planets. Uncover valuable resources and make contact with other empires. Exploration ships can be automated to explore on their own. Aki. Avi automatisch. Ne? So, was hat denn der? Erkunden. Mond unbekannt. Okay. Ne, das kann man hier links kann man das sehen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, der Bildschirm sieht ein bisschen unscharf aus, aber. Das kann daran liegen, dass ich jetzt diese Fensteraufnahme habe. Da habe ich ja gesagt, das ist nicht so qualitativ wie Vollbildaufnahme. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ich bin ja froh, dass ein altes Spiel überhaupt läuft auf Windows 10. So, to cycle through all your exploration ships, use the cycle colony and exploration ships button oder the X key. Ah, machen wir mal the X key. Ach so, das ist der Cycle Exploration hier. Das ist okay, da kann man also durch alle die gerade, ne, die anderen Exploration Schiffe. Gut. Erkundung. So, mit Kolonieschiffen, klar, was man damit machen kann. Die Schiffe werden konsumiert, wenn die Kolonie gegründet wird. Ne? Und das gibt natürlich dann den Kickstart für die Kolonie. So, und Kolonieschiffe können nur auf Kolonien gebaut werden. So. To start with, you can only colonize the native planet type of your race. But as your research uncovers new technology, you can progressively colonize other types of planets. Also muss man das erforschen, dass man andere Planetentypen kolonisieren kann. Zuerst nur die Typen, die der eigenen Planetensorte entspricht. However, you can always
Ja, da ist existing independent alien population. Also wenn man kann immer kolonisieren, wenn da eine unabhängige alien population ist, regardless of the type of planet, also egal welcher Typ vom Planet. Aha. Aber man kann auch Pech haben, dass die widerstehen und man das Kolonieschiff verliert. Ja. To cycle through all your colony ships, use the cycle colony, bla bla bla, oder wieder X. Ich habe jetzt aber gar keins. Ist das hier? Das ist ein Aufklärer. Gut, das war jetzt also nur so, mal so gesagt, ne? Spaceports. That provide many important services for your Empire Space, but must always be built at the colony. They serve as a central point of trade for your Empire. Mined resources are brought there by freighters and at mining ships. Spaceports also provide construction facilities for your empire. Both state and private ships are built here. When private citizens purchase their freighters or other ships, your empire earns income. Also wenn die das was abkaufen, kriegen wir Kohle dafür. So, und dann gibt es da auch noch schwere Bewaffnung zum Schutz der Kolonie, Forschungseinrichtungen, und dann noch Bonusse, die Population happy macht, Medical Facilities and Recreation Centers. Cycle through all of your space. Was war das denn eben hier? Port use the cycle ports or use the P-Key. P, aha, das ist mal was anderes. Kann man nur links unten sehen. Oben wechselt er nicht. Aha. Gut. Wusch. Frachter. Die transportieren Fracht zwischen Kolonien, Mining Stations und Spaceport. Kommen kleinen, medium, also mittleren und großen vor. Das sind nicht unsere, und das sind die Zivilen. Die gehören den Zivilen. Wir können also Frachter nicht beauftragen. Mining ships are mobile resources extracting ships. They mine resources that are in high demand, returning them to your nearest spaceport. Mining ships work for your empire, but they are not yours. Auch diesmal nicht. Also Frachter und diese Minenschiffe, die kann man nicht beauftragen. So, Tutorial Mining Stations. Ne, das sind Basen to extract resources from planets, Moons, Asteroids and Gas Clouds. They can be either standard mining stations or gas mining. Also Gas gibt's auch, okay. Mining stations are built by constructing ships and resource-rich planets. Gut, also von ressourcenreichen Planeten. Constructing ships are mobile construction yards. Aha, das sind die mobilen Konstruktionseinrichtungen. Ne, die können Basen bei unbewohnbaren Planeten bauen oder eben irgendwo im Deep Space. Use the cycle constructed ships Y. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Y ist. Ja, doch. Muss ja immer dran denken. Y und Z sind auf der amerikanischen Tastatur genau andersrum. So, gut, weiter, fortfahren. Military Ships. Defend your empire from enemy empires and from marauding pirates. They can be assigned the following missions: attack an enemy target, patrol a colony or base watching for attackers, escort a civilian ship, such as a construction ship or mining ship. There are various sizes and classes of military ships. Use the cycle military ships button to cycle through them or use the M key. M für Militär. Oh, ganze Menge Literpotto. You can find
Ships that don't currently have emission by clicking the cycle idle ships button or press the E key. Ah, hier findet man, ja, da ist auch schon das ZZ. Ne, die nächstes untätiges Raumschiff. Da haben wir dich gleich erwischt. Wow. So, da kann man also gleich sehen, wer gerade nichts macht, und dann kann man gleich sagen, ja, komm, der macht dies. Completed. So, weiter. Und echt ist hier? Ja, dann machen wir weiter, ne? Ist ja nichts. Vorgenommen ist vorgenommen. Also falls ihr euch wundert, warum ich hier mein Mikrofon habe, ich habe ein anderes hier stehen. Das hat Richtcharakteristik, also oder Nierencharakteristik. Ist ein sehr gutes Mic, habe ich mir vor Jahren mal gekauft, als hier so Schwarzer Freitag oder was war bei Amazon. Mit so einem kleinen Ständer hier für den Tisch. Und das ist richtig geil, also klasse Aufnahmen. Ne, muss ich sagen, da kommt so ein Kopfhörer mit gar nicht mit. Zumal dieser Kopfhörer, den habe ich mir jetzt auch neu gekauft. Ja, der hat 19 Euro gekostet und hat hier riesen, riesen Ärmel. Aber die lassen viele Geräusche von außen nicht mehr ans Ohr dringen, wenn man es denn braucht. Ne? Für den Winter sind die auch gut, die wärmen schön. Spart man natürlich Heizung, jetzt im Sommer ist vielleicht nicht so gut. Aber für 19 Euro, was soll man machen? Und der Sound ist richtig geil, also da ist richtig Wumme hinter. Von daher kann man da gar nicht genug drüber meckern. So, willkommen, Tutorial about Expansion and Diplomacy. To progress through HDR, bla bla bla, jawohl, Galaxy Map. So, die Galaxy Map, die hilft einem Sachen zu finden. Everything that you currently know about the galaxy potential, colonies, resources, alien population, pirates and more. Information on this map is constantly updated by discoveries made by the ships in your empire. Also die Information der galaktischen Karte, die wird ständig auf dem Laufenden gehalten. So, using the button indicated or by pressing the G key. G für Galaxy. So, da ist er. Gut. Ne, und das hier, das dürfte dann wohl uns gehören oder Punkt, Punkt, Punkt. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht Handelswege sind oder dass da gerade einer hinfliegt, weiß ich nicht. Wir werden es gleich sehen, hoffe ich. So, select a system. Click the Galaxy Map at left to select a system. The map indicator lines will snap to the system nearest the location where you clicked. Aha, ah, jetzt hat man das hier noch im Kleinen, das ist ja auch geil. Click the system map at the top right to select a particular planet, moon or asteroid. As in the galaxy map, the system at indicator lines will snap to the planets nearest the location where you clicked. Klicke ich mal hier und zack, zeigt er hier unten. Ey, das ist ja so geil gemacht. Also da müssen andere erstmal reinkommen, ne? Gut, das sind jetzt auch, sag ich mal, alle Vorversionen mit drin. Die haben sich ja laufend verbessert, sonst hätten sie nicht verkaufen können. Aber ist schon eine feine Sache, ne? Vom Großen zu Klein. Gut. Infopanel. Details of the selected planet or moon are displayed in the info panel at right middle. Right middle hier, das ist das. Gut. The picture of the surface, also die Oberfläche, kann man hier sehen. Nicht so einladend. Galactic View. Ansicht hier oben, da kann man die Ansicht sich aussuchen.
You can filter the type of information displayed on the galaxy and system maps by selecting a few from the drop-down list. Systems and planets matching the selected few appear in yellow on the galaxy and system maps. Unsere Systeme, potenzielle Kolonien. Oh. Gut, alle Arten. Auch hier kann man auch nochmal Untermenü nehmen. Das ist ja richtig gut. Bekannte Rohstoffe, da erkundete Systeme. Ah, da gibt es gleich mehr hier, guck. Das ist ja richtig, richtig toll gemacht, sehr informativ. Unabhängige Völker. Okay. Feindliche Systeme auch. Piratenbasen, keine. Antike Ruine. Ach, hier ist eine antike Ruine. Barunda. Schön. Malerische Standorte. Gucken wir doch mal an. Teufels Inferno. Das war wohl nix. Forschungsstandorte. Ist natürlich schön, was wir spielen können hier, ne? So, Expansionsplaner. Dieser Bildschirm provides powerful tools to help you plan the location of your next colony or mining station. From here you can assign missions to your colony ships and construction ships using them to expand your empire. Over the expansion planner screen by using the button indicated or by pressing F3. Button indicated. Ah, hier. Expansionsplaner öffnen. Jo. Preis, Quellen. Potenzielle Kolonien. Ah, hier. Die sind jetzt von hoher Qualität, sonst würde es ja hier das nicht auch noch geben. Ne? So. Rohstoffquellen nach Imperiumspriorität. Oh. Man muss sich einmal vorstellen, dass man das sich alles ausdenken muss. Da muss man das programmieren. Da muss man es auf dem Laufenden halten mit Veränderungen im Spiel. Also da steckt einiges dahinter, das muss ich ehrlich sagen. Ne? Also, toll. F3, so, so im Rohstoffquelle gehen, verfügbare Konstruktionsschiffe. Ne. So, dann gucken wir mal. Danta Fell. Das Danta, ah, da kriegt man gleich... gezeigt, um was es geht. Da können wir wieder rausgehen. Gut. Filter nach. Oh, hier kann man alle möglichen Sachen, die man gebrauchen könnte, kann man danach filtern. Boah. Das ist schon eine super Sache. So, weiter. So, hier ist der derzeitige Status aller Ressourcen, inklusive derzeitiger Preis und Nachfrage. You can use this information to decide which planets you should mine for resources. Okay. The bottom list can be changed to show various types of targets, potenzielle Colonies, potential Mines und so weiter. Das haben wir ja gerade gesehen hier. Potenzielle Kolonien? Keine. So, when you select a target from the list, its location in the galaxy is shown on the map at the right. You can use the buttons at the bottom screen to send colony ship or construction ship to the location. Ja, haben wir jetzt nicht, sonst könnte man da draufklicken und dann sagen, los, hier auswählen. Ne, da ist Kolonieschiff bauen und losschicken hier. Schön. Also man trifft auch andere Empires.
Man kann mit den Vereinbarungen treffen. Kann Krieg geben oder auch nicht. Man kann die diplomatischen Beziehungen sehen auf dem Diplomaten Screen oder F5. Ne? Gut, da kann man sehen, wie die eingestellt sind. Das ist aber, da kriegt man ja Augenkrebs. Oh, lecco mio, du. Wollen wir mal weitermachen. So, den Diplomaten-Screen shows all the relations for the selected empire. Ich gehe mal hier irgendwo rauf. Ja, das ist schon besser. Its relation shows the total annual trade volume between the two empires. Also das hier jährliches BIP, Steuerzahlung, Hauptfeld unbekannt. Dominante Rasse, die Tee kann, extrem passiv, ziemlich rücksichtslos, friedlich, dumm, verlässlich. Und so weiter und so weiter. Schön. Keine Beziehung zu uns, wütend wegen uns. Oh. Wir respektieren den guten Ruf. Wir können sie instinktiv nicht leiden, die Unkenntnis ihrer Fremden verlassen uns ihnen zu misstrauen. Gut. Ja, also, Trade Volume, Competition over Systems and Resources, Like or Dislike of an any piece of Government Type. Gut. So, Summary of the Selected Empire appears at the right, which shows the Empire's flag and dominant race. Selected Empire's current relationship with youth appears at the bottom. You can initiate a conversation. Man kann also mit dem Speak-Button at the right sehe ich hier nicht. Den Speak-Button. Ach hier, da. Ja, groß genug. Ne, da kann man mit denen also sprechen, damit kann man also diplomatische Beziehungen anfangen. Oder anbahnen oder was auch immer. So, da kann man also auch selektieren hier zwischen diesen Sachen. Ne? Also das gab es schon seit Jahren sowas. Das gibt es nicht erst hier bei den anderen Spielen um Rom oder Crusader Kings 2 oder so. Ne? This include sending warnings und so weiter. Kann dir selber sehen, was man da alles machen kann. Ne? Auf Wiedersehen will ich jetzt wählen, aber gut. Also Trade Sanctions and Blockades. Gut, was eine Blockade ist oder Handelssanktionen, wissen Sie. Entreten excessive Blockade declared against. Also wenn Handelssanktionen existieren, dann kann man auch eine Blockade noch machen. Aber da braucht man halt Militärschiffe. Ne? Man kann auch F1 drücken jetzt und dann erfährt man mehr. So. Wir können track how you compare with other empires in the Empire Comparison. Screen, open the screen using the indicated button oder the V-Key. Ah, hier, da, Tortengrafik. Imperium vergleichen und Siegbedingungen. Aha. Das sind die Siegbedingungen. Hey, da kommt ja auch noch mal so eine Menge. Mein lieber Scholli, das ist ja richtig klasse. Also muss ich sagen, alle Achtung, ne? Ich hoffe, das wird bei dem neuen Spiel nicht schlechter. Leider hat man das oft, dass die Version 1 richtig klasse war und die Version 2 dann nur noch dazu dient, dass man Kohle abschöpft. Und das ist natürlich nicht so schön, ne? Man sieht dann auch immer gleich, denken die an die Spieler oder denken die an Portemonnaie? The progress of each empire towards meeting the victory conditions are shown here. This includes each empire's unique race-specific victory conditions. Also bis hier, wer am schnellsten da ist, ne? Der hat gewonnen. Okay. So, hier kann man nochmal Graphen angucken.
Rankings, alle bekannten Empires an unterschiedlichen Fakten dargestellt. Completed. So, gut. Dass das so lange dauert, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Forschungsschiffsdesign und Konstruktion. Aber es ist ja auch ein Spiel, was eine jede Menge bietet. Und wenn man da so reingeschmissen würde, geht gar nicht. So, welcome, bla bla bla. Und das fortfahren. So, Research uncovers new technologies for use in constructing ships and bases. Kann auch neue Fähigkeiten freischalten. Ne? Man kann neue Planeten kolonisieren oder größere Schiffe bauen. So, man kann jetzt aussuchen, was man jetzt erforschen will. Ne? So, machen wir mal F7. Forschung ist im Moment automatisiert. Wollen Sie die Automatisierung deaktivieren und selbst darüber entscheiden? Aktiviert lassen. Na gut, machen wir wieder. Oh. Aber hier kann man zumindest sehen, so sieht der Forschungsbaum aus. Ne? Bla bla bla. Hier kann man noch Learn about Research machen. Das konnten wir wieder nicht eindeutschen, weil es fest verdrahtet ist. Als Link hier wahrscheinlich in diese Enzyklopädie. Dann gehen wir da mal wieder raus. Jetzt haben wir es doch wieder. Na, ne? Ist doch schön. Jetzt ist es aber markiert hier. Ne? Je größer das Empire, desto schneller kann man forschen. Ne? Und man braucht auch mehr Forschungseinrichtungen, dann geht es noch schneller. Also ist klar, ist ja wie bei jedem Spiel, wo sowas ist. Ne? Jede Kategorie hat eine Collection of Components that can be used in ships or bases. Fortfahren. Tutorial Designs. Of the ships and bases in your empire, we base on a design. Designs or templates or blueprints for building a ship or base. Ne, je weiter man fortschreitet, umso mehr fortgeschrittene Komponenten werden verfügbar. So, Design Screen F8. Hier ist er. Schiffsentwürfe öffnen. Oha. So, mal gucken, ob jetzt noch irgendwas von uns will. You can edit an existing design or create a new. Let's view an existing design for the military ship a frigate. Mal fortfahren. Aha, Design Detail Screen. So, da kann man angucken oder bearbeiten, hinzufügen oder entfernen von Teilen. Und man kann sich das eben auch alles angucken hier automatische Aufrüstung, man kann schwächere Gegner, alle Waffen, bla bla bla. Und, ja, also Riesenauswahl. Moment. Willst du was essen? Nein. Ich habe schon gegessen. Ich habe doch vorhin was gegessen. Frauen. Fragt, ob ich gerade streame. Die weiß es. Sie war jetzt von der Zeit einfach mal. Let's take a look up some of these. Role and Tactics. Assign a role for the design. This indicates the purpose of the ship or base. For each role has specific rules about what component type should be present. Assign tactical behavior when in combat using battle and evasion tactics. See online help for more information on battle tactics and tactics. Warnings. This panel lists rules and recommendations to assist in producing a valid design.
As you add and remove components to the design, the warnings are updated to identify current problems. Rules are in red and must be satisfied to allow the design to be saved. Recommendations are in yellow and can be ignored, wie man möchte. Das kann ignoriert werden, ne? Und wenn man irgendwas hier in Rot stehen hat, dann muss man es beachten. Da wird angezeigt, du hast zu viel geladen oder zu viel Waffen, das kann dein Schiff nicht tragen, was weiß ich, so eine Sachen halt, ne? Ja. Available Components. Hier sind die verfügbaren Teile. Ne? Und zeigt die aktuellsten aller Komponententypen. Designkomponenten. Hinzufügen oder entfernen. Um das zu modifizieren. Oh, ich habe so viel reden, bin ich gar nicht gewöhnt. Okay. Weiter. Kommandozentrum. Component Detail. This panel provides detailed information for the currently selected component. The component shown here changes as you select different components. Enable the available components list all the design components. Also hier, je nachdem, was man hier auswählt, wird das hier angezeigt. Weiter. Saving your design. That is very important. Ne? So hier. Da oben. Ich erinnere mich, dass ich mal irgendwann lange gesucht habe. Aber hier ist er ja jetzt. Guck. Note that all requirements in the warning panel in red must be satisfied. Also wenn hier was in rot steht, dann kannst du nicht speichern. So. So, jetzt gucken wir auf zwei Wege, wie man ein neues Schiff bauen kann. Hauptansicht. The first way to build a new ship to select the build location in the main window here. Ach, Raumhafen, da. Gut. Könnt ihr das sehen? Ja. Und man kann aber auch eine Kolonie auswählen. With the Colony Spaceport selected, right click to show a pop-up menu with a build menu option. The build submenu lists all designs that are valid to build at this location. Select one to begin construction. Also rechte Maustaste. Ah. Bauen auf, Zerstörer. Aufrüsten. Boah. Kann man den selber auch aufrüsten, ausmustern, schicke Charakter nach, vergebe eine Verteidigungsmission, übergeben an andere Imperien. Noch machen wir nie sowas. Eskorte, Bordeaux, bla bla bla. Gut. Fortfahren. The second way to build a new ship involves jumping directly to the spaceport construction yards. Do this by clicking on the construction yards button oder FC. Hier, da ist der construction yard button. In the construction yards tab, select a ship to purchase from the drop-down list at the right, then click the purchase button to begin construction. So, was wollen wir denn jetzt hier? Militäreskorte. Da könnte ich jetzt hier
steht auch nochmal Hilfe, mehr über Konstruktion, verfügbares Geld, kaufen kann ich nicht. Gut, aber zumindest haben wir kaufen Schild gefunden, verschrotten und so weiter. Gut, Raumhafen kann ich auch nicht. Okay, if you cannot afford to build the selected ship, your available funds will flash red. Hat er was red geflasht? Nö. Hm. Build order screen. Aha. Das ist ein sehr effizienter Weg. Da kann man gleich direkt hin. Hier der Hammer. Bauaufträge öffnen. F9. Da kann man die derzeitigen Level für jedes Schiff sehen. Und die Anzahl. Ah, da wird vorgeschlagen, wie viel man davon bauen soll, von diesen jeweiligen Schiffen. Das würde denn hier Anzahl kaufen. Vorschlag, Berater, 000, aktuelle Anzahl. Kaufpreis, Unterhalt, ach so. Verfügbares Geld und Einfluss, Gesamtkosten. Also wenn ich jetzt hier irgendwo draufklicke, Versorgungsschiff. Ne, kann ich nicht. Eskorte. Ach so, hier. Da muss ich dann wahrscheinlich drauf. When you are satisfied with your order, click the Purchase button to buy the new ships and begin construction. So wählen Sie unten einen Entwurf und die gewünschte Anzahl für jeden Raum und klicken Sie dann danach auf Kaufen und neue Raumschiffe zu bauen. Fregatte, Zerstörer. So. Kaufen kann ich nicht. Kann nur abbrechen. Gut. Und dann gibt es wieder den Hinweis auf die Galactopedia. Ist ja auch okay. Mit F1. Ne? Tutorials. So. Spionagemission. Das ist auch nicht schlecht. Gucken wir dann mal, was das so bringt. So, welcome und so weiter. To progress, let's start und continue. Ne? Please allow you to group a number of military ships together and assign mission to the entire group. This is useful for coordinating large attacks on enemy targets. Okay. You can assign any of your military ship to fleet by selecting them, right click on them to display the mission pop-up, select join fleet from the menu and then select which fleet you want to join. Okay. So. Rechtsklick, aha. Flotte anschließen. Neue Flotte, erste Flotte. Aha. Auftanken beim nächstgelegenen Stützpunkt. Ah, das ist ja auch richtig gut hier. Wow. Übergeben an nächste Mission. Warteschleifen. Hierher bewegen Truppen auf dem Auftanken. Und so weiter. Prima. Ja, und man kann auch hier eine neue Flotte einrichten, kannst du selber benamsen wahrscheinlich, ne? So, das ist die Flotte, so erscheint die denn, wenn man rauszoomt. Und da steht auch drin, wie viel das sind. 8. Ne, da steht auch links 8 Raumschiffe. 392 Feuerkraft, 0 Jäger. Ne? Könnt ihr das sehen unten? Das ist ein bisschen schlecht. Gut, fortfahren. To select one of your fleet, just double click any ship in the fleet. Fleets are managed from the fleet screen, F12. Machen wir hier mal einen Doppelklick. Aha, aha, aha.
Dann sieht man, wer da drin ist, und dann kann man die einzelnen Schiffe wählen. Okay. F12. Mit F12 da oben blinkt aber jetzt nur das Zeug hier, blinkt uns nichts weiter. Ne? Ist hier noch irgendwas? Boah, hier. Reisewege. Da sind diese Punkte, die wir vorhin gesehen haben. Ja. F12 drücken wir mal. Ah ne, da mache ich ein Foto, glaube ich. Das lasse ich lieber. Ne? Obwohl, was soll's? Ach, geht doch. Gut. Da muss man natürlich aufpassen. F12 ist normalerweise belegt mit Screenshot, aber hier nicht. So, select your fleet, just double click on the ship, fortfahren. Troops defend your colonies against invasion by enemy empires. They can also be used as attacking forces to invade and take over enemy colonies. Gut, also Verteidigung und Angriff. Wie kann man Truppen rekrutieren? In den Kolonien. Die kosten aber richtig Kohle, also nur wirklich die auch rekrutieren, die man wirklich braucht. So, man kann von den Troops of the Colony Screen, F2, you can also right click of any of your colonies in the main view to recruit them from the Pop-up-Menü. Aha, Truppen und Charaktere, Spionen. Aha, da sieht man, welche da jetzt sind. Jo, das ist ja auch schön, das ist sehr informativ. Und es gibt Pause. Ja. F2. Colony Screen. Ist hier irgendwas am Blinken? Ne. Das muss man sich dann so merken. Oh, das hatten wir, glaube ich, schon hier irgendwo. Ne? Oder hier. Ja, gut, da muss man sich reinfinden. Ne? Right-Click. Machen wir hier mal. Geht nicht. Ach, im Hauptfenster. Wenn man jetzt direkt da den Planeten oder die Kolonie vor sich hat, dann kann man da Rechtsklick drauf machen. Okay. Transport der Truppen. Die können in Schiffe geladen werden. Die müssen aber Troop-Storage-Komponenten haben. Große Militärschiffe oder Trupptransporter. Die können zu einer anderen Kolonie geschickt werden und da können sie die befreien oder die können be used as invasion force, as enemy colony, also zur Invasion. Ja, und die können von den Truppscreen gemanagt werden hier. Da ist er. Bildschirm, Truppen öffnen. Okay. Intelligenzmission. Enable you to secretly infiltrate other empires and steal or destroy their assets. So, intelligence agents are the highly trained and skilled specialists that you use to accomplish these missions. Aha, also hochtrainiert und so weiter. Character Screen F4 hier. Wow, da, der ist Spion. Sehr unauffällig. Aber. Spionage, Fragezeichen, Charakter ungetestet. Okay. Aha, da weiß man alles, was der kann. Das ist ein Anführer. Ah, wunderbar. Das gefällt mir. Keine Mission. Das ist ein Spion, der hat keine Mission. Und den können wir jetzt hier Zielimperium losschicken und du sollst was machen? Spionageabwehr, sabotieren. Zeit bis zum Abschluss. Da kann man sagen, ein Monat, 3 oder 1 Jahr. Gut. Finde ich schön. Oh, da freue ich mich schon drauf. Assigning Missions haben wir hier unten gerade eben gesehen. Ne? Je mehr Zeit, umso größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ne? Counterintelligence.
Wenn der Agent entdeckt wird, dann kann das sogar bis zum Krieg führen. Okay. Completed. Hier, guck mal hier oben. Ne, da kann man draufklicken und dann ist man gleich da. Und so weiter und so fort. Schön. Also zum Hauptmenü. Und was haben wir noch? Handel mit Piraten. Handel mit Piraten, los. Halbe Leben besteht aus Warten. Oder auch nicht. So, willkommen, bla bla bla. Das ist immer der Hinweis. Es kann ja auch sein, dass einer direkt da einsteigt. Da muss er das natürlich wissen. So. You will likely encounter pirates of some point in your expansion across your home system. Early in the game, you are poorly equipped to resist any pirates, so you should agree to pay a protection agreement with any pirates. This is especially true before your spaceport is armed. Also, wenn man ein Spiel anfängt, dann sollte man mit denen den Handel eingehen, die sie einem anbieten, weil man sonst auf die Ohren kriegt. Ne? Und erst recht, wenn man einen Spaceport hat, der nicht bewaffnet ist. Ne? Ach, gut. Ne, aber wenn man die bezahlt, dann kann man sein Empire weiterentwickeln und wird man nicht weggebombt. Ne? Wie kriegt man die an die Arbeit, die Piraten? However, can also be useful. You in the early game, you may have resource short gauge at your colony. Also wenn man zu wenig Vorräte von irgendwas hat. Die können also Lücken füllen. So, to request a pirate smuggling mission, select your colony and click the Assign Mercenary Smuggling Mission Action Button. Underneath the selection panel, select the desired resource. Oh, on panels that appears and click the Assign Button. Select your colony, click the. Warum ist hier jetzt? Ach, hier oben. Blöd. So. Assign Mercenary Smuggling. Das finde ich jetzt aber nicht hier. Doch, hier unten, da. Ja, man muss nur lange genug. Ne? Gut, vergebe eine Schmuggelmission. Gut, dann kriegt man das, was man braucht. An Rohstoffen, die man derzeit nicht hat oder was auch immer. Man kann die auch canceln. Dann klickt man auf den Cancel-Button. So. Gut, dann kommen die auch eventuell mit den Waren angeschüsselt. Attack. You can also pay pirates to attack a target of another empire. Also man kann die auch auf andere Imperien hetzen. Select the target enemy base and click the Assign Mercenary Attack Mission. Hier, da. Vergebe eine Angriffsmission auf Dintal 2 Gastförderbasis für 4.360 Kredits an Söldner. Okay, da muss man Geld haben, ne?
Wenn die Erfolg haben, dann kriegen sie die Kohle. Okay. Defend. Hier kann man dann eine Verteidigungsmission mit 30.000 Kredit an Söldner. Ne? Also das ist im Prinzip dann Clearing out Pirates. As your empire becomes stronger, you may want to eradicate nearby pirate factions. To completely eliminate a pirate faction, you must destroy all of the following. Alle Kolonien, die die Piraten kontrollieren oder besitzen. Nachfüllstation, Spaceport oder Gasmining Station, Construction Ships oder Resupply Ships. Aha. Tracking down and eliminating the above can take time and effort. However, you can severely handicap a pirate faction by simply destroying their spaceport. With their construction yard eliminated, the faction is no longer able to build new ships. Okay. So, an den Kolonien. Oh, die können auch sein, dass sie eine unserer Kolonien kontrollieren. Ne? Remove them from your colony. You should launch a ground invasion against. Also man muss Bodentruppen dahin schicken. Ne? Facilities tab in the Colony Stream. Das ist der hier. Und Scrap-Button, select the target Pirate Facility. Hier nehmen wir. Gut, also. Und dann kann man da drauf klappen wollen, ne? Und wenn man dann draufklickt, dann landen da Bodentruppen und betreiben die. Okay, fortfahren. Completed, okay. So, dann kannst du als Piratenfraktion spielen. Und man kann auch das Pre-Warp Empire spielen. Dann gucken wir uns das auch noch an, ne? Wenn wir jetzt schon dabei sind. Und 1,5 Stunden, ja, so. So, man kann auch als Piratenfraktion spielen, wie man spielt. Continue-Button wieder klar. So, Pirates differ from Standard Empires in a number of important ways. Also die weichen ab von normalen Empires in verschiedenen Richtungen. Die haben normalerweise keine Kolonien. Stattdessen starten die mit einem Spaceport bei einem Gasgiganten. Die können auch keine keine Planeten kolonisieren, aber die können überall Spaceports bauen. Ne? So, da ist also der Leader Base. Da kann man neue Schiffe bauen oder auch reparieren oder aufrüsten. When your income allows, you can build additional spaceports at any location using your construction ship. Also wenn du genug Kohle hast, dann kannst du überall was bauen. Ne? Pirates can construct their own bases. So, jede Piratenfraktion hat ein Konstruktionsschiff. Ne? Das kann benutzt werden, um Mining Bases zu bauen oder andere Bases. Können also keine weiteren Konstruktionsschiffe bauen. So, protect your starting construction ship well.
Losing it would be a major blow. However, pirates can board and capture constructing ships of other empires, as described later in this tutorial. Pirateneinkommen. So, die haben also kontrollierte Kolonien, Schutzvereinbarung, Piratenmission, Minen oder Reiz, was sind das, Aufstände oder irgendwas weiter. So. Je weiter die militärische Stärke ansteigt, umso besser kann man eine Kolonie kontrollieren. Und man kann denen Einkommen abzweigen. Ne? Es können auch mehrere Piratenfraktionen zur gleichen Zeit eine Kolonie kontrollieren. Fortfahren. Aha, die können also eine Piratenbasis, Planetary Facility bauen. The first faction to build a pirate base controls the colony. Control must reach the 50% before a pirate base can be built. Aha. Genau, build a pirate fortress, planetary facility at the control colony. Da musst du 100% kontrollieren. Und dann steigt das Einkommen von der Kolonie Loco. So. Protection Agreements, also Schutzvereinbarung. Ne? Die können also anderen Empires Schutzvereinbarungen anbieten. Ne? Und dann kann man also auch Long-Term Relationships machen, also auf lange Sicht anbieten. Was können Sie hier noch? Truces? Weiß ich nicht, was das heißt. Gut. So. Die bieten auch manchmal Spezialmissionen an. Und die können die kriegt man from the Pirate Missions Panel in the Empire Navigation Tool Screen Left. Ne? Before a pirate faction can undertake a mission, they must first either accept or bid on the mission in the Empire Navigation Tool. Aha, die müssen sich drum bewerben und am höchsten bieten. Let's take a look at the three types of missions available. Smuggling, Attack and Defend. Smuggling Missions. Gut, das ist jetzt die andere Seite dessen, was wir vorhin gesehen haben. Ne? Gut. Die Piraten können Zivilschiffe bauen. Ne, und Schmuggelfrachter, also das im Gegensatz zu Imperien. Und die Frachter erscheinen dann als unabhängige Frachter. Ne? So, Pirate Attack Missions. Muss man auch wieder drauf bieten. Ja, und man kriegt die Kohle erst, wenn das erledigt ist. Und akzeptierte Missionen müssen fertiggestellt werden bis zu einem bestimmten Datum. Ja gut, schafft man das nicht, hat man schlechte Relations mit dem beauftragenden Empire. Die Fans müssen wieder bieten. So, da braucht man aber schon mal ein
Protection Agreement mit dem nachfolgenden Empire. Wenn die Zeit rum ist, wo man diese Defense-Missionen abgeschlossen hat. Und der Gegenstand oder die Basis weiterhin unversehrt ist, dann kriegt man die Kohle. Mining. Also die können auch andere Empires versorgen mit dem, was sie aus den Minen holen. Kann sehr profitabel sein mit Pre-Warp Empires. Und Schmuggelaktion. Income from Mining, okay. Base and colonies are the raids involve using assault pods to either board an enemy. Die können die also angreifen. Ne, die können da Loot holen. Und Resources. That riding target has already been recently raided with a much lower bonus. Also wenn da vorher schon einer überfallen wurde, dann gibt's weniger. Schiffe und Basen erobern. So. Das attackierende Schiff muss Assault Pod Komponenten haben. So. Over the target, holding down the shift key, then right click the target. Click continue for details on how boarding and capture works. So. Before boarding a target, shields must be lowered and the attacking ship must close to within the assault pod range. The assault pod will then launch towards the target and if they successfully reach it, will then board. Verlassen die Basis entdeckt. Ja, selbstverständlich. Explodiert. Ah, so eine Falle. Dorthin gehen. Also das gibt's auch, ne? Dass das Spiel einen hier fertig macht. Ja. So, Ship Base is captured, changing ownership. Also wenn man das Schiff erobert hat, dann wechselt die Besitz. Der Besitz, wir haben drei Gastfelder bei den Schlucken geentert und gekapert. Na, das ist schön. Das ist wunderbar. Jetzt können wir hier wieder weitermachen. Okay. Hier, guck mal, hier steht auch noch was, ne? Okay. Traktorstrahlen. Ne, damit kann man die ranziehen oder wegstoßen. Feindliche Ziele. Ja, man kann die wegstoßen und besser abhauen. Ne, diese Traktorstrahlen arbeiten besser gegen schmale und dichte, also kleine und dichtere Target-Ziele. Und wenn man einen Enemy Ship capturen will. So. So. Balance, Control Colonies, Protecting Agreements, Capturing Ship und so weiter. Das sucht man sich dann vorher aus. End Screening Gameplay Setup. Gut. Pirate Play Shirt also affect the victory conditions that the pirate faction must meet. Also da gibt es auch Victory Conditions. Kriminelles Netzwerk. Also wenn man 100% einer Kolonie kontrolliert, dann kann man ein kleines, also ein Mini-Wunder bauen. Das heißt das kriminelle Netzwerk. Ne? Das heißt, man kann dann Konstruktionsschiffe bauen,
Resupply ships and even colony ships here. This allows you to colonize new planets for your pirate faction. Aha, also, dann kann man neue Planeten. Ne? Und es gibt ein 1% Victory-Punkte für 500 Millionen of Population and Colonies that you fully own. Defending against attack. Ist gerade in welcher Lage war ja. Gut, kann ich mir jetzt schon gar nicht mehr alles merken. Sumari, fortfahren, completed, zurück zum Hauptmenü. Und jetzt höre ich auch auf. Oder, ach ne, wir haben ja noch einen danach hier. Prewarp Empire. Dann gucken wir uns das jetzt noch an. Dann haben wir das durch. Dann können wir beim nächsten Mal ein Spielchen machen. Da muss ich aber erstmal zwischendurch Luft holen. Und was trinken. Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr hier. Nein. Also muss ich dann auch erstmal. So. Da kann man als Non-Space-Faring Empire spielen, die erst die Technologie entwickeln müssen, um im Hyperspace zu reisen und zu kolonisieren. Das ist also das Prewarp Empire. Gut. Da hat man keine Schiffe oder Basen. You are at the dawn of the age of space exploration. Also beginnt. You start with only basic space technology, no hyperdrive, shields or colonization. Your first task is to build an orbital spaceport. Aha, the spaceport will serve as a construction yard for building most of your spaceships. The spaceport also provides research labs for progressing your technology level. Gut, also da kann man dann Forschungseinrichtungen bauen, um sein Technologielevel anzuheben. Ne? So, dann soll man das eigene System erforschen. Und das ist langsam und ist mit Unterlichtgeschwindigkeit. Das braucht also Zeit. Also sollte man Exploration Ships bauen und dann sollte man gucken, was man findet. Ne? Vielleicht findet man ja auch Pläne, Unterlagen über überlichtschnelle Antriebe, was weiß ich, Mining. So, wenn man eher, also naheliegende Ressourcen gefunden hat, dann soll man ein Konstruktionsschiff bauen und dahin senden. Eine Mining-Station zu bauen, um die Ressourcen zu extrahieren. So. Remember that the most important early resources are Pfui, Kasslon and Steel. Other resources that you should prioritize include Hydrogen, Lead, Carbon, Fiber, Polymer and Silikon. All of these resources should usually be present somewhere in your home system, though sometimes in low abundances. Also die sind da irgendwo zu finden. Haben die Programmierer, da ist der X versteckt quasi. Building a network of mining stations spread across your home system will automatically trigger your private economy to build freighters and mining ships to transport the resources back to your home colony. Also das gleiche wie in den anderen Spielen auch. Ne, the tutorial research. When you are establishing a mining network, you should focus your research in the most important areas. So, also Waffen, so schnell es geht. Schilder sind auch gut zu gebrauchen. Ne? So, und Militärschiffe. Increasing the consumption of your ships and bases is also a good, also größer machen.
Und dann so schnell es geht, Hyperdrives erfinden, erforschen. Ne? Breakthrough Technologies. As you grow. This Research-Projekt may take some time. Also die Hyperdrive-Geschichten, die brauchen was. But once you have achieved, you can then begin expanding to other star systems. The next key technology to research is colonization. Aha, die hat man dann noch nicht. Da muss man die auch noch erforschen. This will allow you to build. Und danach kann man ein Kolonieschiff bauen und neue Kolonien finden. Wenn man das beides geschafft hat, dann kann man also ein mächtiges stellares Imperium aufbauen. So. As you explore, you will encounter other empires and pirate factions, leading to peaceful cooperation in sharp conflict. Continue to research new technology, colonize promising new planets. Build a comprehensive mining network to make your empire rich in resources. Okay, completed. Ne, war doch gar nicht so schlimm. Hat doch gar nicht wehgetan. Ne? So. Ja, Leute. Ich kann euch sagen, es bietet. Was seht ihr denn jetzt wieder hier? Also ich sehe hier schon wieder was anderes als ihr. Ich sehe jetzt das Hauptmenü. Aber es soll nicht so schlimm sein. Wir machen jetzt erstmal Schluss oder ich mache jetzt Schluss. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls ja, lasst mir ein Gefällt mir da. Freue ich mich drüber freuen und noch mehr natürlich über ein Abo. Ne, ihr wisst ja, junger Kanal mit meinem eigenen Mann, ne, der braucht sowas. Gut. Und auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Spiel. Vielleicht werde ich dies auch heute, weiß ich nicht, aber vielleicht morgen mal richtig anfangen. Dann könnt ihr sehen, wie viel Spaß das macht. Ne? Okay, bis dahin, bleibt gesund.